Noch gut eine Woche fehlt und Schalkes Coach Karel Geraerts ist 100 Tage Trainer des FC Schalke 04. Gerade in den letzten Spielen zeigte die Leistungskurve der Mannschaft nach oben. Auffällig, der Belgier, der in diesem Trainingslager 42 geworden ist, kommuniziert viel mit der Mannschaft, aber auch mit einzelnen Spielern. Auf dem Platz, auf Englisch. Nun aber zum ersten Mal im Interview auf Deutsch. Karel, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Welche Eindrücke hast du von der Mannschaft in diesem Trainingslager bisher gewonnen? Ich glaube, die Mannschaft ist sehr gut begonnen im 2024. Sie haben gut gearbeitet in der Vakanz. Mhm. Sie sind auch zusammen, sie sprechen viel zusammen, sie trainen gut zusammen. Das ist für mich sehr schwierig zu sehen als eine Trainer. Und auf dem Trainingsplatz, ja, sie bringen eine gute Qualität. Wie bist du denn mit den Bedingungen hier in Albufeira, hier in Portugal, zufrieden? Ja, ich glaube, zum Ersten, dem Wetterkonditionen sind sehr gut. Es ist sonnig, es ist nicht regnerisch, so das ist ein of the reasons, dass wir hier sind. Zum Zweiten, der Trainingsplatz ist sehr gut. Wir haben gute Konditionen, die Spieler können guten Fußball bringen auf den Trainingsplatz. Und auch, das freut mich sehr, die Fans sind da, viele Fans auf Schalke sind da, um die Mannschaft zu Glück zu wünschen. Mhm. Marc Wilmots ist ja jetzt ein weiterer Mann in der sportlichen Führung. Wie hast du ihn bisher erlebt? Ja, ich glaube gleich all. Er ist gekommen mit sehr viel Energie. Er geht seine Erfahrung mitzunehmen, was er hat von Belgien, aber auch von der Schalke-Verleden. Und Marek geht sehr viel sprechen und zusammenzuwirken mit André Echelmann. Und ich glaube, sie machen das zusammen sehr gut. Was wünschst du dir denn von deiner Mannschaft für die Rückrunde? Ja, ich wünsche, dass sie gute Fußball spielen und dass sie vielen Spielen wollen. Danke dir. Danke sehr.